Hi, liebe YouTuber. Heute habe ich das Tarot Gimbal. Das ist ein 2-Achsen-Brushless für die GoPro. Und wie das aussieht, schauen wir uns gerade mal an. So sieht das Gimbal ausgepackt aus. Wir haben hier einmal die Halterung, dann haben wir die Halterung für die GoPro, wir haben die Steuereinheit, die Leiterplatine, das vorgemontierte 2-Achsen-Brushless-Stativ, eine Halterung für 10 cm Durchmesser-Rahmen. Da werden wir uns aber was anderes bauen, weil ich werde es ja auf meinem Hexacopter benutzen. Das sind hier die Puffer. Die Gummipuffer, die Vibrationsdämpfer. Dann haben wir hier mal 1,5er Schrauben. Die haben ein ziemlich grobes Gewinde zum Verschrauben für Plastikteile. Und wir haben hier nochmal zwei was dürfte das sein? Na, 2,2 dürften das sein. Haben wir zweimal und die passenden selbstsicheren Mutter dazu. Als nächstes schrauben wir erstmal die hier zusammen, beziehungsweise werden die Puffer hier einsetzen. Dazu solltet ihr. Na? Ich mache den hier gerade mal fertig, dann zeige ich euch eins. Und dann skippe ich mal ein bisschen. So sollte das aussehen. Ist das hier jetzt verschraubt, müssen wir als nächstes den Deckel hier mit draufschrauben. Daran habt ihr einmal ein Loch, das etwas weiter vom Rahmen weg steht, von der Rahmenaußenkante, und eins, das etwas näher an der Rahmenaußenkante ist. Das hier müssen wir an diese Seite anpassen, sprich genauso wie es jetzt ist, hier drauf. Und dabei versuchen wir jetzt eins nach dem anderen die Gummipuffer miteinander zu verbinden. Hier wird es ein bisschen knifflig, weil nicht viel Platz. Bewegung ist da, alles schön miteinander verbunden. Jetzt nehmen wir uns das Gimbal an sich erstmal und schrauben das auf. Jetzt werden wir das hier miteinander verbinden, und zwar, wenn der Motor für die horizontale Ausrichtung zu euch zeigt, dann nehmt ihr die Seite des Gimbals nach vorne und dann wird das so festgeschraubt. Okay, soweit haben wir das. Jetzt müssen wir die teilweise montierte Platine schon mal nehmen. Die wird auf der Rückseite, und zwar, wenn ihr es so seht, auf der Unterseite, so ist besser, auf der Unterseite montiert. Und zwar genau so. Thank you.
Das Lochmaß der Platte reicht jetzt, also ist identisch mit dem, der auf der Platine, auf dem Gestell. Und da setzen wir jetzt die Schrauben ein. Haben wir das geschafft? Montieren wir jetzt quasi die Montageplatte der GoPro an den Brushless Motor. Da gibt es eine kleine Faser, eine kleine Abfeilung. Die nutzen wir für die Schraube. Also achtet darauf, dass das auch richtig sitzt. Bedeutet in dem Fall, wo ist es da? So, und jetzt gucke ich gerade noch. Jetzt ist er gerade oben. Aber wenn ich das jetzt drehe, dann sollte das. Ihr könnt das jetzt nochmal überprüfen, indem ihr quasi kontert und auch nochmal ein bisschen zieht und schiebt, um so festzustellen, ob die Schraube auch genau auf dieser Fläche sitzt. Ja, das tut sie bei mir. Ja. Okay. Das hätten wir dann soweit. So. Jetzt verbinden wir die. Und zwar könnt ihr diese Kabel der Brushless Motoren, wenn ihr wollt, noch durch den Rahmen führen. Da habt ihr an der Seite, das zeige ich jetzt auch nochmal, da habt ihr hier an der Seite, hier in dem Bereich, die Möglichkeit, die Kabel durchzuführen. So. Dann hättet ihr die nämlich auch hier schon. Alles klar. Der Motor, der jetzt quasi für die vertikale Ausrichtung ist, der wird, ich zeige das mal so, dieser Motor wird an diesen hier angeschlossen. Das bedeutet, wir gucken, wo der Motor langläuft. Das ist dieses Kabel hier. Und dieses muss ich jetzt an diesen hier anschließen. Jetzt gucke ich gerade noch, wie rum die Polung ist. Da könnt ihr auch wieder nichts falsch machen. Da sind an der Seite sind Nasen eingebaut und die passen auch nur in eine Richtung drauf. Jetzt muss ich nur richtig sitzen. Gimbal ist soweit fertig. Ich habe jetzt hier nochmal eine Steckverbindung dran gelötet. Das ist eine ganz simple, ganz einfach, um später nochmal die Option zu haben, das Gimbal vom Kopter zu nehmen und es eventuell mit der Hand oder eben an einen anderen Kopter zu bauen. Das ist sehr simpel. So, dann brauchen wir noch zwei Schrauben. Hier in dem Falle M3 mal, was haben wir jetzt für eine Länge? 7. Die werden dann benötigt, um hier oben das Gimbal, das ist aus dem 3D-Drucker, ne, habe ich ja schon gezeigt, ja, zu fixieren. Dann noch der Klassiker, Loctite und ein Schraubendreher. Dann ne. Soweit hätten wir es. Das Ganze kommt jetzt an den Kopf. Ruhe still gerade mal. Da ist der Kleine.
So, ich glaube, das wird jetzt von der Cam oben etwas besser zu sehen sein. Oh, mal gucken, wie ich. Und zwar werde ich das Gimbal jetzt hier, das ist ja vorne. Da ist mein vorne, das ist mein vorne. Dran fixieren. Die Kabel, die ihr hier seht, die sind für die Anstörung. Das bedeutet, damit ich den Tiltwinkel korrigieren kann. Hierzu wird das einmal ein schwarzes und ein rotes Kabel. Das wird an das Gimbal angesteckt. Da werde ich jetzt noch ein kleines Bild mit einblenden. Dann seht ihr das wunderschön. Und zwar gibt es da C, T. Und dabei kommt Rot und Schwarz dran. Und zwar Schwarz kommt an C, Rot kommt an T. Und das Weiße liegt außen. Und das kommt bei S an Plus. Das sollten wir vorher nochmal kurz anstecken. Dann wird es eingeklemmt. Und zwar mit den zwei Haken, die ihr hier seht, wird es gerade da reinkommen. Okay. Ja, ich glaube, ich baue mir gerade mal eine kleine Plattform und bis gleich. So sieht das Ganze jetzt montiert aus. Ich habe das Stromkabel schon mal angeschlossen. Die Belegung seht ihr nochmal irgendwo da oder da oder da oder da. Und ja, montiert. Sitzt das Ganze jetzt schon mal recht gut. Es ist zwar noch hier flexibel, aber ich habe ja noch zwei kleine Aussparungen, die kann man. Na, da müsste man sehen, dass ich da noch zwei kleine Löcher habe und die Halterung passt da genau über rein. Das bedeutet, da werde ich jetzt auch nochmal ein paar Schrauben organisieren. Müsste ich hier sogar noch welche haben. Ja, die sehen noch gut aus. So. Schauen wir mal, ob wir die da irgendwie reinkriegen. Das ist jetzt ein leichtes Gefrickel hier. Habe ich nicht so ganz überdacht. Aber das wird schon. Am Ende hat es doch verloren. Wie ihr seht, habe ich die zwei Schrauben hier und da. Da ist die eine und da ist die andere. Habe ich dann doch noch festgekriegt. So, damit steht der Kalibrierung eigentlich nichts mehr im Wege. Jo. Das bedeutet, wir müssen an den PC, wir müssen unsere Software noch runterladen. Ich zeige euch, wo ihr die kriegt. Und, oh, ganz vergessen, ich sollte dem Ganzen auch noch Strom geben. Ich löte das gerade an, wir sehen uns gleich am PC. Am Rechner angekommen. Gebt ihr erstmal in der Suchmaschine eures Vertrauens Tarot Gimbal Firmware 1.5 ein. 1.5 ist momentan die aktuellste und komischerweise habe ich bei Tarot das Problem, dass ich die Software nicht runterladen kann. Keine Ahnung, ob da irgendwelche Grenzprobleme herrschen, wie dem auch sei. Ich habe meine Software über diese Seite hier geholt. Wenn ihr dann da drauf seid, findet ihr die. Da sitzt er schon. Findet ihr den Gimbal hier. Und diese Software habe ich mir geholt. Habt ihr diese runtergeladen, dann sieht das wie folgt aus. Hier habt ihr in der RAR habt ihr dann auch die Firmware. Wie das Ganze zu flashen ist, seht ihr in einem anderen Video. Ich möchte das Ding jetzt erstmal zum Laufen bringen. Dementsprechend gerade ausführen. So, und dann heißt es Stecker rein. Hierbei müsst ihr vom Gimbal aus gesehen, wenn ihr drauf guckt, den rechten Stecker benutzen. Der ist für den Flash-Speicher zuständig. So, jetzt steht hier, es ist noch nicht connected. Für gewöhnlich sollte der mir jetzt mein COM 7 rausschmeißen. Ja, sollte. Tut aber nicht.
Und da geht das fröhliche Basteln auch schon weiter. So, hier hat er auch endlich meinen COM7 erkannt. Bei euch könnte es ein anderer COM-Port sein. Müsst ihr mal ein bisschen gucken. Ja, den öffne ich. Er hat ihn auch gefunden. Das seht ihr hier unten. So, dann setze ich der Drohne mal ein bisschen Strom. So. Okay. Jawohl, hat sie gefunden. Daran, ihr seht es hier im Fenster. Da kann ich auch mal mit ein bisschen nachhelfen. So. Jetzt sieht das Ganze noch ein bisschen, ja, unausgeglichen aus. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal kalibrieren, wie eben angesprochen. Dazu dreht ihr das ganze Teil erstmal straight nach oben und legt irgendeine Unterlage drunter. Manche nehmen CD-Hüllen. Bei mir ist glücklicherweise gerade die Hülle von Kaspersky, die mir das Ganze ermöglicht. Habt ihr das? Sagt ihr Calibrate? Und jetzt seht ihr hier unten Sensoren erfolgreich kalibriert. Super, dann war es das schon wieder mit Kaspersky. Und jetzt können wir mal gucken, ob das Ganze funktioniert. So, Motoren an. Und et voilà. Da geht er. Wir können das Ganze nochmal hochheben. Jawohl. Funktioniert schon. Ich habe jetzt hier wenig Spielraum. Ich zeige das gleich nochmal in richtig. Ja, damit hätten wir es kalibriert. Jetzt müssen wir nur noch die Einstellung an der Funke vornehmen. Und dann können wir eigentlich schon mal schön raus und ein paar Filmaufnahmen machen. In dem Sinne. In der Funke gehen wir jetzt noch schnell den Kanal ein. Das machen wir unter der Geberwahl. Bei mir ist es Channel 6 und ich habe es auf VR, das ist das Drehrad, gelegt. So, ist es abgeschlossen. Und dann machen wir noch einen kleinen Funktionstest. Und dazu drehe ich jetzt hier. Jo. Funktioniert. Den können wir jetzt in jeder beliebigen Stellung platzieren. Ja, top. Heute eine Turnhalle. Draußen fresselt es noch ein bisschen, schont die Finger und den Akku. Aber hier jetzt das Gimbal.